Strasse nicht mehr aus den Schlagzeilen. Die wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Brunnen und Flüelen ist immer wieder wegen Felsstürzen gesperrt. In den letzten 11 Monaten war die Strasse 9-mal gesperrt, im Gesamten an etwa 60 Tagen. Gerade letzte Woche war sie wieder 3 Tage zu. Auf dieser wichtigen Nationalstrasse fahren täglich durchschnittlich 16'000 Fahrzeuge. Trotz Sprengungen und Spülaktionen mit Wasser ist der Berg fast nicht zu bändigen. Wie man die Strasse aber trotzdem versucht, sicherer zu machen, zeigt der Beitrag vom Reto Holzgang. Von der Steinschlagstelle auf der Achsenstrasse mit dem Helis Gumpistal darauf. Hier liegen knapp 100'000 Kubikmeter lose Steine und riesige Felsblöcke, die immer wieder ins Tal Richtung Strasse abdonnern. Abgebrochen Anfang Januar 2019 von dieser Felspartie auf 1'100 Meter. Dass man die Achsenstrasse trotz dieser regelmässigen Steinschläge überhaupt noch offen behalten kann, liegt an dieser speziellen Überwachungsanlage auf 900 Meter. Innerhalb von nur 4 Wochen entwickelt haben sie Teams um den Geologen und Physiker im Auftrag vom ASTRA am Bundesamt für Strassen. Das Herz dieser Hightech-Anlage ist dabei ein Radargerät. Wir müssen bei jedem Wetter, bei Nacht, bei Nebel, bei Schneefall, bei Regen, müssen wir bis zum Berg sehen. Und da ist eigentlich nur ein Radar, der die Möglichkeit bietet. Mit der Kamera sieht man die Hälfte der Zeit, ist dunkel oder es ist schlecht Wetter. Und wir können für die Strasse nicht nur bei gutem Wetter alarmieren. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse ist natürlich bei Regen und bei schlechtem Wetter viel höher. Damit die Anlage noch exakter Alarm auslöst, haben die Experten neben dem Radar noch mehrere Erschütterungssensoren im Gelände montiert. Erst wenn beide etwas registrieren, geht der Alarm los. Wenn man 2 so Geräte hat, kann man die Daten gescheit miteinander kombinieren. Wir können zum Beispiel Gemsi, die wir hier auf dem Radar gut sehen, können wir ausfiltern, weil die verursachen nicht die gleichen Erschütterungen wie ein Steinschlag. Ebenfalls überwacht wird das Steinschlagdoppel unten gerade an der Achsenstrasse mit einem zweiten Radar und einem Auffangnetz mit Erschütterungssensoren. Konkret läuft die automatische Strassensperrung dabei so. Registriert das obere System Bewegung und Erschütterung, stellen die Ampeln unten sofort auf Rot. Gibt es innerhalb von 2 Minuten bei den Netzen an der Strasse unten keinen Alarm, geht die Achsenstrasse wieder auf. Kommt es aber zu einem Steinschlag, der oben und unten an der Strasse Alarm auslöst, bleibt die Achsenstrasse so lange zu, bis Geologen das ganze Gebiet vor Ort per Heli überprüft haben. Das Alarmsystem kann aber noch einiges mehr. Diverse Kameras überprüfen und dokumentieren das Problemgebiet rund um die Uhr. Die Verantwortlichen können dabei via Internet Daten und Bilder live überprüfen, Veränderungen am Berg feststellen oder auch schauen, was konkret passiert ist. Für den zuständigen Geologen eine neue Qualität, wenn es brennt. Es ist ein sehr grosser Informationsgewinn, dass wir relativ schnell wissen, was los ist. Also, und vor allem, ob etwas los ist an der Strasse unten oder nicht. Für uns ist ja entscheidend, dass die Strasse möglichst lang offen bleiben kann. Und wenn oben ein Ereignis ist, heisst das noch lange nicht, dass es auf der Strasse unten ankommt. Und dass wir das relativ schnell sehen können und dann beurteilen, ob die Strasse wieder aufgehen darf oder nicht, das ist ziemlich entscheidend. Das weltweit neuartige Alarmsystem für Steinschlag ist letzten Sommer aus der Not geboren und hat rund 1 Million Franken gekostet. Bleibt die Frage, wie sicher die Überwachung überhaupt sein kann. Wir rechnen bei solchen Anlagen, dass man im Bereich von 90, 95, vielleicht auch in bestimmten Fällen 99% Sicherheit bieten kann. Aber man hat mit so einer Anlage natürlich nie die gleiche Sicherheit, wenn man einen Tunnel baut. Immerhin, es ist für uns das Mittel, wo wir sagen können, so ist es verantwortbar, mit den Risiken, die wir haben, zu fahren auf der Strasse. Erleichtert, aber nicht ganz sorglos, trotz dem Alarmsystem, ist der Mann, der für die Strasse vom Bund her verantwortlich ist. Eine hundertprozentige Sicherheit können wir nicht erreichen. Wir haben einerseits eine Anlage, die technisch funktioniert und die Strasse sperrt, wenn Bewegungen im Feld sind. Wesentlich ist aber auch, dass die Verkehrsteilnehmer sich an die Ordnung halten. Und da muss ich einfach appellieren, Rot ist Rot und bei Rot fährt man nicht durch. Anhalten bei Rot dürfte wegen der riesigen Steinmassen über der Achsenstrasse noch lange ein Thema bleiben. Zwar ist hier eine neue Schutzgalerie geplant, bis die aber kommt, dürften noch Jahre vergehen.